Wieso ist es so leise? Wieso bist du so leise? Wieso ist es so leise? Der Beat ist schon nice. Ich freestyle ins Mic. Denn ich habe Zeit und ich liefer dann gleich. Was? Ja, der Beat ist schon nice. Und ich freestyle ins Mic. Ich habe Zeit und ich liefer dann gleich. Was? Ja, guter Sound und zum Glück nimmt sogar jetzt das Cubase auf. Der Beat wurde dann so empfohlen von jemandem, der hat nichts gesagt, aber getippt. Ich musste dann kurz nachdenken, weil ich muss überlegen, ob ich den Part rappe. Vielleicht lieber, als dass ich bloß so freestyle. Aber der Freestyle ist geil, denn er bringt die Vielfalt. Und er bringt den Moment und lässt raus, was ich denk. Am Ende schäme ich mich für mich selbst fremd. Yo, weil ich fast daneben hier stehe. Aber es passt schon, weil ich nicht hier gehe. Auf diesen Beats, als wäre es ein Trampelpfad. Und ich mache das. Sagenhaft, sagen, dass das sagenhaft ist, ist etwas, was ich gerade gesagt hab. Ja, Mann. Wenn du damit Probleme hast, dann sprich darüber mit deinem Psychiater. Yo, ich wollte fett rappen, hab nach Beats gefragt, dann kam der Dan Danson. Hat gesagt, diese Beats hier sind nice und ich habe gesagt, ich habe schon zu lange freestyled. Aber ich habe Zeit, also greife ich mal wieder zum Mic und schau, was so geht. Auf Soundcloud konkret, ja, ich weiß, es ist noch nicht zu spät. Nie zu spät für gute Beats. Ja, Mann, das passt schon, aber es läuft was schief. So schief wie meine Brille, weil ich eigentlich mein Flohmarkt sein müsste, aber ich bringe, lieber eine Freestyle hier, anstatt irgendwie nur wieder zu machen. Irgendetwas, ich verkauf nicht meine Platten, nein. Ich glaub, ich behalte sie von jedem Album und jeder mag sie. Ja, also was geht? Ich verkauf gar keine alte LP, denn sie gehören zu meiner Jugend. Und vielleicht würde ich sie suchen irgendwann. Denn früher fand ich die Beats entspannt und die Lyrics krank. Im Sinne von ziemlich sick. Ich bin dabei und freestyle wieder sick. Aber es passt, ich mach es einfach und ich hab es gesagt. Okay, lass sehen. Dino Dingo gefällt mein Fotokommentar. YOLO am Start. Und Rap Genius hat irgendetwas gesagt zu meinen Lyrics. Aber passt schon, lass das weg. Ich freestyle lieber über diese ganze Welt und laber gar keinen Dreck. Mach Facebook mal aus und dann schau weg. Ich mein, yo, ich reiß. So, einfach als wäre ich gerade zeitlos, irgendwie an einem anderen Ort. Und es gäbe nicht mal eine Kamera dort. Jungs und Mädels, lasst euch das erzählen. Und übertreibt nicht mit dem Pegel. Ha. Yo, ich meine nicht die Lautstärke, sondern ich meine den Umstand, dass ich niemals saufen werde. Sie schauen mich an wie ein Moslem. Ich erkläre es trotzdem. Ich sauf nicht aus Religion, sondern weil ich für mich rausgefunden habe, dass es sich, glaube ich, nicht lohnt. Im Sinne von, ich bin lieber frei und liefer meist Freestyles oder fiese Rhymes. Passt schon, Euda, ich bin der Chief am Mic. Yo, das heißt, dass ich toll bin. Chief heißt übersetzt eigentlich Häuptling. Aber wir haben nicht so eine Kultur, sondern es ist so, ich tippe bloß auf der Tastatur. Nur, und sei cool. Und die Leute merken, die One ist schon durch. Im Sinne von, er ist völlig bekloppt, aber ist am Mikro und rappt da nur Schrott. Ha. Ja, Mann, das passt, aber so wie ich's mach, ist das besser als Gott. Oder hast du Gott schon mal so rappen hören? Ich glaube nicht, denn das würde jeden stören. Wenn Gott auf einmal Deutsch spricht, dann sagen sie: Gott, du bist nicht richtig deutlich für uns. Ich meine alle anderen Leute, die nicht genau wissen, was Deutsch bedeutet.
aber das passt schon, Mann, es läuft jetzt. Und ich glaube, ich falle holprig, als wäre ich gerade auf einem Trampelpfad, das hab ich schon mal gesagt. Und zwar davor, das sie hängt noch im Ohr. Ja, ich bin dabei und ich mache es raw. Im Sinne von roh, ja Mann, wie Sushi. Aber ich fahre Suzuki nicht, aber ich mag es. Ihr wisst schon, was ich meine, japanisch. Yes, yo, denn das ist gut so. Japanische Kultur, so wie Judo. Oh, verdammt, es ist ein Zweikampf. Ich gegen einen anderen, das kann ich feiern. Im Sinne von, wir begegnen uns und legen uns eben um. Ich meine auf die Matte. Yo, ich reim wie eine Attacke im Judo. Ja, Mann, ich hab sie, direkt noch die Würfe im Kopf und es wird ein Basari. Oh, es ist die richtige Richtung, wenn ich komm und jemand werfe, upon, yo. Oder du fällst in Ohnmacht, bloß bei einem minimalen kleinen Koka. Yo, das war noch meine Judo-Knowledge, aber ich verfass sie und es ist komisch. Yo, denn ich kann die japanischen Worte nicht, aber bin trotzdem beim Freestylen vorsichtig, was ich sag, yo. It's Nissan Shingo. Am Mikro, ich kann zählen auf dem Japanisch. Ja Mann, ich glaub das mag ich. Das ist nicht alles, was ich da noch kann, sondern irgendwie fang ich Japanisch ganz anders an. Es war ungefähr in der 4. Klasse, da dachte ich, dass ich das mit den Würfen mag. Ja, dann bin ich da hingegangen und fand das irgendwie interessant. Und habe später noch Aikido gemacht. Also pass auf, heute liefer ich am Mikro kein Quatsch. Nein, sondern erzähl, was da geht. Und du weißt, es ist für gute Beats nie zu spät. Aber vielleicht sollten wir mal einen anderen nehmen. Obwohl der Beat ist immer noch angenehm. Ich freestyle, hey! Und habe hier diesen Beat for sale. Komisch, wenn er den verkauft. Loot fettig. Sorry, ich glaub, ich hab ihn grad benutzt, ohne dafür zu bezahlen. Ich glaube, ich schluck lieber mal diesen Freestyle und bring ihn nicht raus, weil er sich sonst beschwert und will, dass ich ihn kauf. Nee, Schmarrn. Ich mach mal einen Beat zurück auf den Beat, den der Dan Danson empfohlen hatte. Weil das hier war schon ein anderer von dem Loot fettig. Keep rapping hieß der. Yo, okay? Ja, 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 ja. Keep rappen, rap einfach weiter. Okay, ich tu es, als wäre es einfach. Aber zeig grad, das ist ganz schwer. Immer rappen hier auf die Snare. Ein Viertel zu spät, aber ich zeige einfach, wie das am Mikro so geht. Wie ein Magnet. Klebt es an meinem Mund, es ist voll das Problem. Im Sinne von, ich krieg es nicht los. Verdammt, ey, ich freestyle the flow, die du noch nie gesehen hast und du weißt später, Leon ist der Leon und nicht irgend so ein Peter. Oh. Und auch nicht von der Peter, ich mein, Tiere zu essen, das geht klar. Aber ich schütze sie, ich fresse keine Tiere, verdammt, ich bin ein C. Das heißt, ich fresse bloß Mikes und such die ganze Zeit nach einem besseren Style, nach einem treffenderen Reim, als den, den ich gehabt hab. Also mach mich gleich mal einen Anfang, wie Fandam. Spreiz ich die Beine und was kommt raus? Komische Reime, als hätte ich sie gerade geboren. Verdammt, die One, gerade mein Ohren. Und der ist da drin, so wie ein Virus. Es passt schon, ich mach es hier bis zum Liedschluss. Bis ich die Augen dann irgendwie wieder zu hab. Und die Leute werden sagen, ist das etwa Tupac? Nein, das ist bloß er, ein bisschen krank. So wie die Bundeswehr bei der Gamescom-Messe. Oh, es purzelt einfach raus, was ich aufgeschnappt hab, während ich rappe. Aufgeschnappt hab die letzten Tage, irgendwie durch die Medien. Ja, Mann, ich sage, verdammt, es ist irgendwie eine Blamage. Wie die Welt so aussieht, aber ich reime halt alles irgendwie zu einem Brei. Und verteil hier den Freestyle, damit der Style am Ende frei ist. Kannst du ihn dir reinziehen, direkt ohne Eintritt? Ha! Ja, Mann, das geht. Und ich laber konkret, so dass du es verstehst und mich nicht mehr anflehst und sagst, bitte hör mal auf zu tippen. Ja man, es passt, ich will dein lieber Rhyme splitten. Also gib mir eine Bühne und ich freeze dann los. Und die Leute werden irgendwie denken, das ist famos. Ja man, es ist so wie ich
das macht. Friss einen Big Mac, aber laber keinen Quatsch, wenn du mich irgendwie nerven willst, denn du direkt merkst, ich habe Crisis Skills. Wow, und mach den Scheiß mit der Kamera, die Leute halten mich für einen Spinner. Hier in diesem Zimmer, da wo ich grad sitze, da merken sie, ich entwickel mein Schicksal. Ein bisschen so, dass alle denken, ich bin krank, aber sie denken direkt, die Wung, geh doch mal in den Schrank. Aber ich sage, verdammt, da ist ja gar kein Platz. Also sage ich euch da, Schachmatt. Ich habe euch direkt aus dem Weg geräumt. Es ist der freeste Scheiß, von dem jeder träumt. Von dem jeder und jede träumt, der irgendwie auf Rap-Scheiß Bock hat, wie das eben läuft. Und ich zerlege heute all die Leute, die dachten, Leon redet voll den Schwarm. Also hör dir das an. Und ich bin dabei und ich bin dabei und störe den Funk. So dass er anti-funky irgendwie läuft, so wie ich mich halt anzieh. Ein bisschen dreckig, ein bisschen zu alt, so wie die Klamotten, aber ich halt es real und echt und freestyle jetzt direkt mal wieder hier. Diesen Text, den es davon noch nicht gab, sondern der einfach aus dem Kopf kommt. Und die Leute merken, ich habe meinen eigenen Kosmos. Komm doch her, wenn du ein Problem hast. Ich erzähl es dir später. Aber davor, geh mal irgendwo anders hin. Du bist wie die Wehrmacht für mich und belagerst mich. Wenn ich gerade meine irgendeinen Typen erlabert, shit im Internet. So wie dieser Igor K. Aber ihr merkt gerade, war dieser Lee Wanda. Okay, nächster Beat. Der Beat ist zwar auch nice, aber vielleicht ist das auch eine Gelegenheit, um den Freestyle an der Stelle zu beenden. Nicht wieder zu lange zu rappen. So dass ich vielleicht tatsächlich Bock habe, dieses Material zu synchronisieren mit der Mikrospur und ins Internet hochzuladen. Weil wenn es immer zu lang ist, so 20 Minuten, wer schaut sich den Scheiß an und was bringt es? Vielleicht so ein kleiner, frischer Freestyle jeden Tag. Ihr schreibt mir Beats, die ihr gut findet. Ich höre die Beats an und fange direkt drauf an zu freestylen. Wenn mir ein Beat nicht taugt, skippe ich zum nächsten. Soundcloud ist eine coole Seite. Shoutout an Lootfatic, Loopholes. Chris Chernsund, Norway. Check das aus. Viel Spaß mit dem Rest des Internets, falls ihr das im Internet guckt. Falls ich es hochgeladen haben werde. Und ich mach mal aus!